Berlin hat es nicht so mit den Bergen, zumindest wenn man aus einer süddeutschen, Schweizer oder österreichischen Perspektive auf diese Stadt und ihr Umland blickt. Dass der große Zuschauerraum der Deutschen Oper Berlin mit seinen gestaffelten Rängen dennoch auch als Berglandschaft funktionieren kann, das beweisen uns gleich die beiden Kollegen Thomas Schleicher und Martin Wagemann. Die beiden Trompeter spielen Werke des Tiroler Jazzmusikers und Komponisten Werner Pirchner. Alm Weiß und Edelrausch heißt diese Sammlung, die 1992 uraufgeführt wurde in Obergurgl in Tirol. Nun aus dem Zuschauerraum der Deutschen Oper Berlin. Alm Weiß und Edelrausch, der Berg ruft. Thank you.